Herzlich willkommen zu Railroad Pioneer Teil 200 Mission 2. Ich bin Ihr Grund und wir spielen jetzt die zweite Mission weiter, um den Vergleich von Railroad Empire und Pioneer zu vergleichen. Dann starten wir die zweite Mission. Gut gemacht. So wie ich das sehe, sind Sie der geborene Eisenbahnpionier. Doch ab jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Wir befinden uns im Jahre 1834 im schönen Pennsylvania im Osten der USA. Hier in der Wiege der Vereinigten Staaten erwarten uns malerisches grünes Land und erhabene Berge, aber auch ein Haufen Probleme. Nach dem Unabhängigkeitskrieg herrscht hier in Pennsylvania absoluter Rohstoffmangel. Es fehlt an Baumaterial, ebenso wie an Nahrung und Kleidung. Zudem zieht es aufgrund der brodelnden Unruhen in Europa sehr viele Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Wir haben es in der Hand, den Menschen beim Wiederaufbau und der Existenzgründung zu helfen. Sorgen wir dafür, dass die Güter regelmäßig verteilt werden und dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Laut meinen Informationen haben wir noch keinerlei Konkurrenz zu fürchten. Aber es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis wir Gesellschaft bekommen. Das stimmt. Dann wollen wir mal weiter. Natürlich nehmen wir alle Maschinen mit, die wir in unserem Fuhrpark haben, alle Lokomotiven. Helfen Sie Pittsburgh in der Notlage. Schließen Sie so schnell wie möglich Pittsburgh im Westen an. Aufgrund extremer Waldbrände in der Region herrscht in ein aktueller Mangel an Baumaterial für die Siedler. Liefern Sie 3 Waggons Brettern, um die schlimmste Not zu lindern. Philadelphia. Da werde ich erstmal vorschlagen, dass wir hier die Strecke hin verlegen zum Holzfällerlager. Und hier dann auch schon mal eine kleine Linie einrichten. Der Grund ist auch, warum man Lokomotiven in die Mission mitnehmen kann. Sieht man sehr gut hier an Philadelphia. Wie man erkennt, hat Philadelphia keine Lokwerkstatt, wo wir uns Lokomotiven, Wagen und weiteres bauen können. Daher ist es ratsam, immer wieder nach Ende jeder Mission auf Schnellbau gehen, alle Lokomotiven, also die besten, die man hat, die man in einer Mission fertig bekommen hat, mit in die nächste Mission, also besser gesagt in den Fuhrpark einzuspeichern und in die nächste Mission mitnehmen zu können. Wenn die Strecke dann gleich fertig gebaut ist, richten wir den ersten Zug ein. Und wenn wir das gemacht haben mit dem ersten Zug, machen wir den nächsten Forschungstrupp fertig, der nach Hairpin's Ferry laufen wird oder fahren wird oder freischalten wird. Nehmen wir dafür die schnellere Maschine, also die diesmal am schnellsten unterwegs ist, ein Post und ein Frachtwagen zum Holzfällerlager, draufklicken, Holz anwählen und zurück nach Philadelphia. Und daraus eine geschlossene Linie machen und bestätigen. Jetzt fährt der Zug los und wir kriegen unsere ersten Einnahmen. Ballonfahrer, oha, da müssen wir wahrscheinlich hier einen See oder irgendwie sowas überqueren. Nehmen wir einmal Pionier. Prospekte noch nicht. Aber den Trapper nehmen wir schon mal mit, um die Gefahr, die ja hier in der Nähe von der Strecke ist, schon mal zu beseitigen, damit wir später keinen Ärger haben. Harrisburg ist da drüben. Welche Städte haben wir hier noch? Da haben wir Pittsburgh. Harrisburg haben wir hier oben noch irgendwelche. Nee, aber bestimmt irgendwelche Betriebe. Ach,
Vielleicht, wenn wir die Stadt dann freigeschaltet haben, werden wir unser Streckennetz bis dorthin verlängern und hoffen wir, dass dort eine Lokomotivwerkstatt dabei ist. So, soll ich mal gucken, wo man nochmal... Ach ja. Hier werden meistens die Missionsziele angezeigt. Da die ja wieder die erste Aufgabe oder Belieferung erfüllt hat, geben wir ihr diesmal ein bisschen mehr Power, damit sie mehr ziehen kann. Wunderbar. Und hier ist auch eine Lokwerkstatt. Was sehr gut ist. Lassen wir den erstmal weitergehen. Und wie viel brauchen wir hierfür? Ist doch relativ eben. Natürlich im Schnellbaumodus. Ups, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Nun ja, passiert eben auch halt mal. Und da wir jetzt ja im Minus sind, man kann höchstens bis zu 10.000 Dollar Minus machen, weil dann ist sozusagen die Kapazität von unserer Bank erschöpft, wo wir Sachen dann herkriegen können. Oder besser gesagt, Geldmaterial. Das Geldsymbol hier im Bahnhof zeigt eine Sonderfracht an, hier zum Beispiel Spezialauftrag, Expresspost, ein Frachtwagen Klasse 1, Veteranenpunkt, 13 Tage hat man dafür Zeit und man kriegt einen Bonus von 6.000, also fast 7.000 Dollar. Die 12 Tagen gehen von der Fahrt bis hier runter, also innerhalb von den 12 Tagen muss diese Aufgabe erfüllt sein. Braucht sie länger, kriegt man am Ende der Fahrt nichts. Schlage ich erstmal vor, dass wir ein bisschen Plus machen werden, so dass wir hier wieder Geld in die Taschen bekommen. Hier haben wir auch jetzt einen Revolverheld, den wir dann zum Beispiel hier verwenden, weil da ja das Revolver-Symbol auftaucht. So, wie ich mich recht erinnere, gibt es glaube ich drei Symbole. Einmal neben den Trapper und den Revolver gibt es auch noch den Indianer. Drei Personen nach Ferry bringen. Aber da wir ja nur einen Personenwagen haben und das 9 Tage dauert, ist es eigentlich so gut wie unmöglich. Und desto weniger Tage es sind, also desto weniger Tage man hat, desto geringer wird auch der Preis, den man dafür den Bonus, den man dafür bekommen wird, dadurch auch geringer. Und die Fragezeichen zeigen was an, was hier mit dem Betrieb zum Beispiel los ist. Der fortlaufende gute Absatz vom Handelsfeld Holzfällerei ermöglicht dem Betreiber einen Ausbau seiner Anlage, um das Feld darauf mit einem Upgrade versehen zu werden. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, hier bei den Sternchen sogenannte hier Forschungspunkte oder Meilensteinpunkte zu verwenden, um die Holzfällerei auf einen höheren Level zu bringen, wie zum Beispiel Ausgangslagerkapazität erhöhen, dann kommt hier ein weiterer Wagen hin. Produktionszeit, da wird, wie lange es braucht, bis ein Wagen voll sind, also bis ein Wagen komplett geladen ist, sind es ungefähr 8 Tage, also bis die Ware sozusagen voll ist. Und die Produktionsfraktion wird dadurch nur die Qualität erhöht, wo wir mit auch ein bisschen mehr Geld verdienen können. Der Ausbau würde sonst bei uns ungefähr so um die 20 Handelspunkte kosten, aber ich nehme am liebsten immer die Produktionszeit, da man dann die Zeit auf ungefähr 2 bis 3 Tage reduzieren kann. Den nächsten könnten wir theoretisch ja auch schon machen, müssen wir nur aus... Nee, das ist jetzt nicht möglich, also man kriegt immer eine Nachricht, bis man das machen kann.
Wie man sieht, ist bei der Lok jetzt hier Sixfeeler der zweiten, die zum Holzfällerlager hin und her pendelt, ein orangener Zeichen aufgekommen, dass sie jetzt eine Wartung benötigt. Und zwar nur die Lokomotive, dafür wird ein Tag gebraucht, bis die Lok wieder einsatzfähig ist. Und das wird in jedem Bahnhof immer beliebig getan. Und das werden wir auch machen. Weil wenn die Loks irgendwann rot und dann immer defekter werden, also kaputter gehen, dann kann man sie verschwinden sie dann irgendwann aus dem Spiel und man kann sie quasi dann nicht mehr retten. Und wenn sie fertig gewartet ist, kriegt man auch eine kleine Meldung. Die Sixfeeler wurde gewartet. Hier in dieser Lokwerkstatt haben sie jetzt auch eine weitere Lokomotive dazu bekommen, die American. Wie man sieht, hat sie schon von Haus aus eine höhere Geschwindigkeit. Aber von der Zugkraft und von den Betriebskosten ist die gleiche. Hat sie die gleiche Menge oder gleiche Leistung. Und vom Preis her und von der Dauer, wie lange sie braucht, bis sie gebaut worden ist, braucht sie auch ungefähr so um die 5 Tage. Um später oder auch besser gesagt ein bisschen Bonusgeld zu verdienen, wie hier mit diesen Aufgaben, werde ich es einfach so machen, dass ich mindestens, wenn ich jetzt hier die eine Lokomotive baue, zum Beispiel hier die American, was ich jetzt auch tun werde, und dazu danach gleich noch vielleicht einen Wagen, einen Personen-, Frachtwagen oder sowas, keine Ahnung, gebaut habe, dass ich beide Varianten, also einen Personen- und einen Frachtwagen jeglicher Art, im Bahnhof stehen und lasse ihn da so lange stehen, bis da so zum Beispiel eine Sonderfracht kommt, mit der wir dann wiederum ein bisschen Geld verdienen, extra Geld nebenbei verdienen können. Und in den Bahnhöfen oder in den Städten, wo keine Lokwerkstatt ist, wie hier in Philadelphia, nehme ich dann hier zum Beispiel, sagen wir es mal, die American ist fertig und wir haben jetzt zwar dreimal Passagiere, aber möchten auch noch einmal einen Frachtwagen oder einen weiteren Personenwagen für Philadelphia mitnehmen, hänge ich den einfach mit dran und schon wird er dann hier abgekoppelt und kann dann wieder zurückfahren. So ungefähr in der Art. Jetzt brauchen wir noch einen Personenwagen, weil ich möchte gerne, dass wir diese Mission noch hier durchkriegen, damit wir dann ungefähr noch 6.000 bekommen und auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, was ja auch wiederum schön ist, um weiter bei der Mission vorzukommen. Hier in der Stadt, wo jetzt das Reagenzglas ist, ist das Forschungscenter. Augenblick, da gehe ich gleich drauf. Erstmal den Zug ausrichten. Die Lokomotive, Passagiere und den Auftrag nehmen. Oder besser gesagt hier. Gleisarbeiter nach Philadelphia schicken. Und von dort aus einmal Personen und zurück. Oder lass mir das einfach erstmal nur zurück dahin fahren. Ja, er wird das jetzt machen, fährt die Strecke ab. Und dann kriegen wir auch eine kleine Meldung, wenn diese Aufgabe wiederum erfüllt worden ist. Hier sind wir jetzt in dem Forschungsfenster. Hier sind dann später mehrere Lokomotiven. Die letzte Lokomotiven werden 852, ist das Spiel zu Ende. Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, der Lok was zu erforschen, diese Lok besitzen. Können wir verbessern, was wiederum einen Tag dauert, wodurch sie auch ein bisschen besser und mehr Leistung bekommt. Und dasselbe kann man auch bei den Frachtwagen machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den Personenwagen machen, kriegen wir einen Personenwagen 2, mit dem wir auch bessere Personen- und auch Frachtpreise nehmen können. Das Upgrade für die Typ Sixfeeler wurde im Ingenieurviertel erforscht und kann nun vergeben werden. Was wollen wir denn jetzt machen? Inspekteur, Kessel Upgrade und Kontrolleur einstellen. Inspekteur, der kümmert sich um die Wartungsarbeiten der Lokomotive, dass sie automatisch durchgeführt werden. Einmal der Ausbau des Kessel erhöht eine höhere Beschleunigung, also die Lok wird schneller. Und die Kontrolleur anstellen, wachsame Auge auf die Züge, vermeidet so Sabotageakte. Weil wenn man nämlich später mit Konkurrenten zu tun hat,
kann man sozusagen zum Beispiel auch bestimmen, dass man sagen will, sperr mal die eine Strecke von A nach B, so dass sie erstmal dort erstmal nicht fahren können. Aber da wir erstmal damit noch nichts zu tun haben, werde ich erstmal den Inspekteur einstellen. Die Lokomotive Zigfehler hat eine Strecke von 200 Meilen zurückgelegt, dafür erhalten sie einen weiteren Veteranenpunkt, den wir jetzt wiederum in die Geschwindigkeit reinstecken. Und so wie es aussieht, haben wir wahrscheinlich die Aufgabe hier auch gelöst. Und nehmen einmal Person mit, die wir nach Ferry mitnehmen werden. So. Einmal den Prospektor nehmen. Einmal hier hin, damit wir extra Geld mitnehmen können. Hier schon mal Signale hinsetzen. Hier. 3200 Dollar an Gold haben wir gefunden. Das ist ja auch sehr schön. Kann man auch gebrauchen. Und hier setzen wir auch noch ein Signal rein. Richten wir jetzt erstmal hier eine Dauerstrecke ein. Das wiederum auch ein bisschen mehr Geld einbringt und auch so ein bisschen mehr Geld einbringt. Den Inspektor, den wir ja jetzt hier gerade bekommen haben, stellt erstmal nur für die Lokomotiven dar. Aber die Wagen müssen trotzdem noch gewartet werden und werden dann hier nicht angezeigt. Deswegen ist es immer ratsam, immer nach und nach mal nachzugucken, wie der Zustand von den Wagen ist, weil die Lokomotive wird automatisch ab einem bestimmten Wert gewartet. Ja. Was können wir hier mit der Stadt machen? Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht hier nach oder Textilien was machen werden. Aber richten dort erstmal die Strecke zur Holzfäller Farm weiter aus. Supi. Und wenn wir fertig sind, richten wir wahrscheinlich, fahren wir erstmal eine Lok hierhin, damit sie weitere Wagen abholen können, damit wir hier auch noch Holz produzieren können. Aber dafür müssen wir erstmal einen weiteren Personenwagen haben und einen weiteren Frachtwagen Klasse 1. Die sind jetzt ans Gleisnetz angeschlossen und dann können wir die hiermit auch mit Personen und auch mit Verkaufswaren hier eben abholen. Und in Harrisburg befindet sich auch noch eine weitere Lokwerkstatt und auch schon zwei vorbefertigte Warenketten. Ich glaube einmal ein Sägewerk und eine Kleidungsfabrik, wenn ich richtig sehe. Aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge herausfinden. Gucken, was hier am Holzfäller Lager 1 wieder los ist. Der Leiter des Handelsfelds Holzfällerei hat nun so viele Arbeitskräfte, dass er für 15 Tage 25% mehr Güter verarbeiten werden kann. Das heißt, die Produktion läuft schneller vonstatten. So, dass wir dann mehr Ware quasi abholen könnten. Aber da wir ja leider keinen zweiten Wagen zur Verfügung haben, können wir es darum leider auch nicht machen. Dat. Diese Aufgabe müssten wir eigentlich auch noch schnell hinkriegen. Da ja sowieso die Strecke momentan dann frei ist.
17.000 Dollar zu haben, das wäre ja auch gut, ne? Und wie wir jetzt sehen können, hat die Stadt jetzt auch eine Sägerei oder Sägewerk, wo jetzt Bretter hergestellt werden können und die wir dann wiederum nach Ferry Health oder sonst wohin schicken können, um noch mehr Geld zu verdienen. Tage. So, jetzt ist die Doktor gleich angekommen und dann können wir da auch einer Linie hinzufügen oder zuweisen. Lassen Sie einmal Person mitnehmen, hier zum Holzfällerlager 3 fahren, Holz aufladen und wieder zurück nach Philips fahren und als Linie einweisen. Supi. Weitere Lokomotiven und Wagen bauen, weil die kann man immer gebrauchen. Also kann man besser herausfinden, so wie ich das jetzt hier mache, kann man herausfinden, ob hier irgendwo eine weitere Produktionsstätte vorhanden ist. Das würde dann auf der Karte angezeigt werden, oder besser gesagt die Umrisse. Wenn ihr euch schon mal ein paar Mal gefragt habt, warum ich hier so ein bisschen in der Gegend herumklicke und herumfackel. Wie wir jetzt hier sehen können, ist hier eine weitere Produktionsstätte. Hier, wo dieser Buckel ist. Und den lassen sie jetzt dahin laufen, die Coyote. Entschuldigung. Neue Forschung ist frei und das wird dann auch angezeigt, wo das ist. Und das dürfte wahrscheinlich der Personenwagen Klasse 2 sein. Noch was? Habe ich irgendwas übersehen? Nein. Aber damit wir die Strecke gleich weiter treiben können, müssen wir erstmal diese eine Gefahr hier beseitigen. Und wie ich sehe, ist hier auch noch ein Trapper-Symbol. Da müssen wir den gleich wahrscheinlich auch noch dazu schicken. Was für schöne, was für eine schöne Aufgabe haben wir auch schon wieder eine Person. Höhere Zugkraft. Sehr schön. Das zweite Holzfällerlager. Nehmen wir einmal den Prospektor von hier. Schicken ihn hier hin. Und dazu den Trapper. Den wir aber, bevor wir dorthin schicken, erstmal noch das unser Taschengeld sozusagen mitnehmen werden. Ja. Und der Wagen ist jetzt erstmal leer und stellen wir erstmal wo am Rande hin. Der Coyote wurde jetzt hier zum Beispiel, wie ich es mal einmal zeigen wollte, von der Trapper-Gefahr hier angegriffen und ist jetzt erstmal für 5 Tage nicht verfügbar, weil er irgendwie angegriffen wird oder angegriffen worden ist. Und das würde dann zum Beispiel auch zu Schäden vom Beschädigen von den Lokomotiven und Wagen führen, wenn wir dort die Strecke durchführen werden. Also mitten durch die Gefahr hindurch.
Hier haben wir wieder eine Lokomotive, die einmal komplett gewartet werden muss, plus Wagen. Wie sieht es bei den anderen Lokomotiven aus? Da sieht es noch gut aus. Und jetzt wurde der Konvoi schon wieder angegriffen. Der Holzmangel hat auch Helfer erreicht. Die Bürger bitten sie zusätzlich. Also wir finden die Häuser und schließen sie an unser Gleisnetz an. Alles klar, und das hier. Okay. Was würde das denn kosten, die Strecke von Holzfelder bis nach Helfsburg zu bauen? $16.000 würde das kosten. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und eine weitere, weitere Forschung ist frei für den Fixwheeler, was auch wieder guter Gut ist. Wodurch die Lokomotive immer besser und besser wird. Die Werkstatt können wir nun auch ausbessern. Oder die Fabrik besser. Produktionszeit. Inspektor hinzufügen. Hier ist momentan keine Bonusaufgabe. Schicken wir diesen Zug aber erstmal nach Philadelphia. Und dann erstmal wieder leer zurück ohne Wagen. Damit wir hier auch noch Reservewagen sozusagen zur Verfügung haben. Wie man die kennt, ist jetzt, da wir es den zweiten Inspektor sozusagen freigeschaltet haben, wird der Tester komplett gewartet und dadurch, das ist das dann das blaue Symbol. Also um die Wartung des kompletten Zuges müssen wir jetzt bei allen Lokomotiven vom Typ von Sixwheeler kein Problem mehr haben oder keine Sorgen haben. $1.000. Hier ist jetzt in der sozusagen eine kleine Produktionsstopp eingeführt, wo wir jetzt erstmal 15 Tage keine Ware oder abholen können. Aber dafür einmal Personen immer vorbeibringen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch all wieder Spaß gebracht, mit mir zusammen den ersten Teil von der zweiten Mission durchzuspielen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder im zweiten Teil dann wieder. Mein Name ist Leon Grund und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder allgemein schönen Tag. Tschüss.